Since 1997, Stefan Eichinger has been producing tracks under the pseudonym Lopazz. Tracks that live somewhere in electronic club culture, but don't really tell you exactly where. So you never know what to expect from a new Lopazz track. There's nothing worse for the multi-instrumentalist who also produces soundtracks for films and documentaries than monotony. No wonder labels like Get Physical like to release his tracks. But also production-wise, Lopazz, who hates making music on a computer, has developed quite a proficiency and makes his know-how regarding room acoustics and mastering available to other artists as well. On Tech Talk, Lopazz reveals how producing has changed for him over the years. Der Unterschied von 1990 angefangen bis jetzt 2008 ist eigentlich gar kein großer. Es ist natürlich so, dass heutzutage noch mehr Menschen mit weniger Mitteln Musik machen können. Aber für mich persönlich hat sich gar nichts geändert. Wirklich, also das klingt jetzt vielleicht wirklich blöd, aber es ist so. Für mich hat sich nichts geändert. Ich mache im Prinzip genau das Gleiche wie damals, nur dass ich ein bisschen mehr Erfolg habe und mir deswegen ein paar andere Geräte noch leisten kann. Aber in der Arbeitsweise ist das Gleiche geblieben. Ich mache eigentlich Live-Jams, wenig Sequencing, braucht den Computer eigentlich gar nicht, um Musik zu machen, sondern nur, um aufzunehmen und zu schneiden. Und das ist eigentlich für mich der größte Unterschied, ist, dass ich mehr mit dem Computer schneide als früher. Aber das war's. Aber ich mache immer noch keine Musik damit. Wenn ich einen Track produziere, habe ich kein Konzept. Es ist eher so, dass ich, wenn ich mit den Hunden spazieren gehe oder Fahrrad fahren, dann habe ich irgendeine Idee. Oder es ist so, man spielt live und man hört irgendeinen DJ irgendwas spielen und das beeinflusst einem. Es ist eigentlich so wie früher auch. Man geht in den Club und hört eine Melodie und denkt, wow, oder irgendeine Atmo und denkt, ach du meine Güte. Und ja, dann gehe ich ins Studio und dann ist es ganz unterschiedlich. Also mal ist es die Drumspur, mal ist es die Melodie, aber es ist immer anders. Aber es ist halt, dadurch, dass alles auf meinem Analog-Mischpult anliegt, sieht man ja auch, dann gibt es schon so eine Art und Weise, wie man an den Track rangeht. Man schiebt sich irgendwie die Pegel ein bisschen zurecht, man EQt ein bisschen, man sucht sich einen Effekt raus und so weiter und so fort. Und dann versuche ich eigentlich, so diesen analogen Jam mit dem Rechner aufzunehmen. Bei mir geht es eigentlich nur darum, dass ich Spaß haben will beim Musikmachen. Ich hasse die Maus beim Computer. Ich hasse einfach wirklich jegliche Art von Computerprogrammierung. Das ist für mich das schlimmste Übel. Ich habe mir auch mal wirklich so auferlegt, jetzt produziere ich mal wirklich einen Track nur mit dem Computer. Krütze. Das funktioniert einfach nicht. Ich bewundere jeden, der mit dem Computer Musik machen kann. Für mich ist das einfach unmöglich. Ich brauche ein Gerät, ich muss irgendwie drauf rum. Bum, bum. I feel sick of the things you said. I just wanna hold you in my hand. I need you. I love you. Also ich glaube, man hört schon bei den Lopez-Produktionen, dass sie analog klingen. Also ich war früher noch viel strikter in der Arbeitsweise. Das heißt, ich habe irgendwie noch nicht mal eine vorgefertigte Kick für einen Track eingesetzt, sondern habe die mit einer 18er Stand-Tom, habe ich diese Kick gemacht. Bei Migration zum Beispiel auf Get Physical sind diese ganzen Kicks sind mit einer 18er Stand-Tom gemacht. Und das war dann halt ein bisschen sehr organisch. Also auch wenn man das jetzt hört, merkt man schon, dass die Musik einigermaßen organisch klingt, weil sie eben nicht mit virtuellen Instrumenten erzeugt wurde, sondern halt mit Maschinen. Und es rauscht ein bisschen mehr. Und es ist nicht so perfekt. Also es kickt natürlich auch nicht so wie jetzt die fetteste Minimal House Produktion. Das ist halt so. Ne? Raumakustik und technisches Verständnis spielt für mich schon eine Rolle. Wobei, ich habe es ja auch nicht studiert. Ich habe mir das ja auch alles irgendwie angeeignet, also Try and Error.
Und ja, es ist für mich schon wichtig. Also man in der Szene ist natürlich auch so, jeder versucht irgendwie immer ein bisschen, ne, ein bisschen aufzutrumpfen und so. Und auch das habe ich auch hinter mir gelassen. Früher immer, man musste das Neueste und das Beste haben, genau wissen, wie das geht und so weiter. Und heute sage ich mir einfach, ja, so ein bestimmter Standard ist mir wichtig. Ein gutes Mikrofon, eine schöne Bandmaschine, ein gutes analoges Mischpult, das brauche ich schon. Also für mich persönlich aus habe ich mir erarbeitet und das möchte ich auch nicht mehr missen. Aber grundsätzlich finde ich auch super, wenn ich jemanden sehe, der überhaupt keine Ahnung hat und er holt irgendwas total Fantastisches raus, wo ich mir denke, ey, wow, ja, diese Naivität ist manchmal auch gut, wenn man es eben nicht weiß, wie es geht und immer seinen Standard und das muss man genau so machen, wie es im Buch steht. Manchmal sind wirklich die Fehler, die man macht, der richtige Weg zum Ziel. Wenn einer denkt, er braucht dieses Mad Professor Setup, das heißt eine Box hier, die andere da und vielleicht ein Schraubenzieher in der Kalotte drin und er macht damit die Hammer Tracks, yeah, go for it, ja. Aber wenn du irgendwie einen Standard abliefern musst, jetzt ich mache Mixes fürs Fernsehen, mach Mastering für andere Künstler oder für Labels, dann musst du ja schon irgendwie versuchen, immer wieder die gleiche Referenzoption zu haben, um festzustellen, was passiert da mit diesem Track. Das heißt, du brauchst eine gute Abhöre und du brauchst gutes Equipment, das heißt gute Wandler, um diese Musik einwandfrei abspielen zu können. Dann brauchst du natürlich die Raumakustik dazu, weil wenn du deine Lautsprecher hinstellst und du hast links und rechts keine Absorber, keine Diffusoren, bla bla bla, dein Raum ist irgendwie nicht gut vom Raummodus her, ja, dass es vielleicht ein Würfel ist, im schlechtesten Falle, dann bringt dir halt dein Equipment auch nicht so viel, weil dann hast du halt irgendwie eine schlechte Voraussetzung, um dieses Equipment gut nutzen zu können. Deswegen ist Raumakustik schon wichtig.